Hallo und herzlich willkommen. Ich erzähle euch heute etwas über einen Song, den ich vor einiger Zeit eigentlich schon rausgebracht habe und vor allem auch geschrieben habe. Das ist der Song Die kalten Jungs. Viel Spaß damit. Ich küsse die kalten Jungs mit weit offenen Augen, denn so tut's nicht weh. Du küsst die kalten Girls mit geschlossenen Augen, weil dir irgendwas fehlt. Die kalten Jungs habe ich damals in Wien geschrieben, alleine am Klavier. Ich habe nämlich 2 Jahre in Wien gewohnt, von 17 bis 19. Ich hatte da an der Wand ein Klavier stehen und habe da damals auch Songs immer noch ganz alleine geschrieben. Das mache ich heute auch noch, aber damals ausschließlich alleine. Und da gab es so einen Mensch. Du schläfst jetzt in anderen Betten, trinkst heute anderen Wein. Du sagst, dir geht's gut, bist eben nicht gut im Alleinsein. Und mein Herz ist schon halb leer von diesem billigen Rotwein. Das billigen Smalltalk. Doch mir fehlt der Sinn, ich kann dich blind verstehen, du kannst mir nichts erzählen. Wir haben uns immer wieder getroffen und, okay, dann sage ich lieber nicht. Immer wieder in denselben Bars unterwegs, einfach nur, um durch Zufall dieselben Leute wiederzusehen. Und man hat sich dann auch gesehen und hat irgendwie nichts gesagt und hat sich dann stattdessen irgendwie eifersüchtig gemacht. Dieses sich nicht eingestehen wollen, dass man vielleicht die andere Person auch noch toll findet, das einfach nicht zeigen wollte. Und so ist dann auch dieser Song entstanden. Und ich küsse die kalten Jungs mit weit offenen Augen, denn so tut's nicht weh. Du küsst die kalten Girls mit geschlossenen Augen, weil dir irgendwas fehlt. Und vielleicht bin es ich, doch du sagst es nicht. Vielleicht vermisse ich dich, doch ich sag's dir nicht. Willst du mir nie eingestehen, dass du irgendwie noch fehlst? Ich kann mich ganz genau erinnern, wir sind damals für die erste EP eine Woche ins Studio gegangen und hatten eben auch den Song Die kalten Jungs. Und das war auch tatsächlich der erste Song, der damals auf Spotify, auf New Music Friday irgendwie gefeatured wurde, obwohl ja von Sekunde 0 bis Ende so nur Klavier war. Das heißt, mit dem Song verbinde ich irgendwie ganz viel, einfach glaube ich, weil mich das auch zu früher zu Wien so verbunden hat, diese Story irgendwie. Und dann auch, dass genau der Song irgendwie der Song war, der dann auch irgendwie so gesehen wurde als erster Song. Bis heute tatsächlich einer meiner Lieblingssongs. Ich denke heute noch oft gern zurück, wie das damals in Wien war. Für mehr Videos folgt mir gerne auf YouTube, Instagram und allen anderen Social Media Plattformen. Ich freue mich sehr, euch da wieder zu sehen. Nur Liebe, eure Rebelle.